Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute äußere ich mich mal zu den vier Transfers oder Verpflichtungen, die die WWE getätigt hat von New Japan Pro Wrestling, kann man sagen. Und zwar um AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Doc Gallows und Karl Anderson. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein krasser Verfolger von den Innenligen, das ist, denke ich mal, bekannt. Ich verfolge eigentlich nur die WWE. Aber natürlich kennt man ein paar Namen, natürlich hat man auch ein paar andere Shows gesehen und werde eigentlich nur dazu äußern, was ich so gesehen habe, meine Eindrücke. Mehr natürlich bessere Eindrücke, also diejenigen, die halt New Japan komplett verfolgen oder die halt ROH verfolgen oder die Indie-Ligen besser verfolgen, können natürlich die Meinung zu den jeweiligen Stars natürlich besser äußern als ich. Ich kann halt nur meine Eindrücke und meine Informationen oder meine Sachen, wie ich so denke, sagen, aber ihr könnt natürlich eure Meinung oder wenn ihr besser informiert seid und so weiter und so fort, natürlich gerne in die Kommentare schreiben. So, äußere ich mich mal dazu. Und zwar ist es so, dass die WWE, ich weiß nicht, wann es so bekannt, also ich habe es heute mitbekommen, 4 Stars verpflichtet. Ich habe es gelesen, dass WWE es auch bestätigt hat, weil bei Twitter haben sie komischerweise, was ich mich gewundert habe, die haben den Bullet Club irgendwie einen Hashtag gemacht, was mich irgendwie gewundert hat, aber nun gut, ist halt so, ne? Das Ding ist nur, dass diese 4 Stars, also AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Karl Anderson und Doc Gallows nicht direkt kommen werden, also nicht alle 4 zusammen. Und zwar ist es ja so, dass Shinsuke Nakamura bei New Japan Pro Wrestling IC-Champ ist und er erstmal seinen Titel verlieren wird. Ich weiß jetzt nicht gegen wen, weil ich jetzt nicht so New Japan bewandert bin. Ich kenne natürlich ein paar Stars, aber nicht alle. Und wird, denke ich mal, seinen Titel verlieren und dann wird er, denke ich mal, zur WWE kommen. Ich glaube, der hat noch ein paar ROH-Termine, die er noch wahrnehmen muss. Wenn er das auch noch getan hat, dann, denke ich mal, ist auch freie Fahrt für ihn. Bei Doc Gallows und Karl Anderson ist es so, dass sie noch ein paar Indie-Termine haben. Also bei New Japan jetzt nicht so, aber bei den Indies haben sie noch Termine. Und AJ Styles hat ja eigentlich sich gar nichts mehr, also hat keine Termine mehr. Der wurde ja bei der letzten New Japan-Ausgabe, also einen Tag nach Wrestle Kingdom, soweit ich weiß, aus dem Bullet Club rausgeschmissen, wo ja damals auch Finn Balor dabei war, also Prince David. What the heck is a Furgle? Okay, war ein Zitat aus dem Podcast. Nee, ja, ist jetzt, soweit ich weiß, rausgeschrieben worden bei New Japan, also gar nichts mehr. Und bei ROH, soweit ich weiß, hat er auch keine Termine mehr. Das heißt, für ihn ist freie Fahrt. Und bei ihm ist es wahrscheinlich am wahrscheinlichsten, dass er am frühesten von den 4 debütieren wird, weil er einfach nichts mehr hat. Bei Doc Gallows, Karl Anderson, bei Shinsuke Nakamura ist es ein bisschen anders. Wenn ich mich ein bisschen verspreche, sagt mir ruhig Bescheid. Also Shinsuke Nakamura ist, soweit ich weiß, richtig. Bei den Anderson kann es... Bei den anderen kann es natürlich anders sein. Und ja, also korrigiert mich ruhig, wenn es irgendwie falsch ausgesprochen wird, aber so, denke ich mal, wird es auch ausgesprochen, aber egal. Weil ich glaube, Shinsuke wird ja nicht ausgesprochen, das glaube ich nicht, aber gut. Ja, also bei AJ Styles, denke ich mal, wird am wahrscheinlichsten debütieren. Vielleicht zum Royal Rumble 2016, das wäre eigentlich ganz geil, würde ich glaube ich auch ausmarken, denke ich mal, weil ich ihn ja auch ein bisschen kenne, aber sage ich dazu nachher was. Und bei den anderen, denke ich mal, ja, wird später irgendwann passieren. Also ich bin mal gespannt, wie man die rausschreibt, werde mich da auch ein bisschen informieren und... Ja, soweit ich weiß zu den Transfers oder Verpflichtungen. Sag ich eigentlich Transfers. Ich bin ein bisschen im Fußball, aber wir sind ja beim Wrestling, genau. Beim Wrestling, bei der WWE, bei New Japan, bei ROH, egal wo, egal. Genau, meine Meinung. Also, ich habe von Karl Anderson nichts gesehen. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, wie gut er ist, ob er gut ist oder nicht. Zu Doc Gallows kann ich jetzt nur sagen, er war ja damals bei der WWE als Luke Gallows bekannt oder als Festus. Und da fand ich ihn jetzt nicht so gut. Kann ja sein, dass er sich bei New Japan jetzt sich entwickelt hat, dass er gut ist und so weiter und so fort. Wird man sehen. Dazu kann ich mich nicht äußern. Zu AJ Styles und Shinsuke Nakamura kann ich mich mehr äußern. AJ Styles kenne ich ja von TNA. Also damals war er noch bei TNA. Hat dann ein paar Matches geworkt, was ich sehr geil fand. Also ich finde ihn super. Und natürlich habe ich mir auch gestern, also bitte nicht gestern, sondern... Also wenn ihr es seht, natürlich gestern. Also ich habe mir am 5. noch das Match zwischen... Shinsuke Nakamura und AJ Styles bei Wrestle Kingdom 10 geguckt und das Match war richtig stark. Also es war ein 5-Sterne-Match meiner Meinung nach. Wrestle Kingdom 10 könnt ihr euch wahrscheinlich anschauen. Also ich würde es euch empfehlen, wenn ihr die beiden nicht so gut kennt, also Shinsuke Nakamura und AJ Styles, würde ich euch dieses Match empfehlen, dann lernt ihr sie quasi kennen. Und ja, aber ich kenne die beiden jetzt schon ein bisschen länger, also nicht durch dieses Match, würde ich sagen. Also ich kenne die schon seit ein paar Jahren, kann ich mal sagen. Also Shinsuke Nakamura kenne ich schon sehr lange, also ich glaube 2 Jahre ungefähr kenne ich ihn jetzt schon. Habe ich irgendwas mal gesehen, ich wusste nicht, wie er hieß. Und dann hat Brian hat ja irgendwann ein Interview gegeben zu Nakamura, dass er ihn gerne wresteln möchte. Dachte ich, okay, wer ist Nakamura? Guck ich mal, google ich mal. Und dann, ach, das ist der Typ, den ich mal gesehen habe und so. Also, aus Videos halt. Und ja, deshalb, also Nakamura, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr geil. Ich mag diesen Typen, der ist so charismatisch, der Typ. Richtig geil eigentlich. Also, der gefällt mir echt gut. Also, das Match letztes Jahr gegen Ibushi fand ich richtig cool. Also, richtig stark. Dann halt das Match gegen... Styles war richtig stark, also ich finde ihn eigentlich ein richtig gut Match,
Match, genau, richtig guten Wrestler. Ich habe auch das Match gegen Kevin Owens damals, oder beziehungsweise Kevin Steen gesehen, fand ich auch richtig gut. Also Nakamura finde ich echt einen guten Wrestler, nur der hat einen anderen Stil, also er hat jetzt nicht den Stil, den AJ Styles, also AJ Styles passt super zur WWE und ich denke mal, auch, er wird auch direkt in den Main Roster debütieren. Es ist auch noch nicht sicher, ob die jetzt direkt im Main Roster debütieren oder erst zu NXT gehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein AJ Styles direkt debütiert mit dem Main Roster. Bei Shinsuke Nakamura ist so der Fall, da gibt es ein Problem. Einerseits, der Stil ist ein bisschen anders bei Nakamura als bei der WWE normal oder generell in Amerika. Und das andere Problem ist das Micwork. Also ich weiß nicht, ob er Englisch spricht. Wenn er Englisch sprechen sollte, dann wäre es ja kein Problem. Aber soweit ich weiß, kann er kein Englisch. Ich habe ehrlich gesagt keine Promo von ihm mal gehört. Deshalb habe ich keine Ahnung. Und wenn ihr besser wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Deshalb denke ich mal, wird er erst zu NXT gehen, ein bisschen was lernen und dann direkt ins Main Roster debütieren. Oder, was ganz wichtig ist, also AJ Styles, denke ich mal, kennen viele. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Mensch AJ Styles kennt. Also AJ Styles kennt man, weil er ist für mich aktuell der größte Indie-Name der Welt. Also von den Indie-Typen her, die ich jetzt bisher, oder die es jetzt aktuell gibt, kann man sagen, ist es für mich AJ Styles. Und ich denke mal, in Amerika kennt man einfach einerseits durch TNA, dann halt bei New Japan und sowas. Den kennt man, denke ich mal, sehr gut. Bei Shinsuke Nakamura ist der Fall, natürlich kennt man ihn schon irgendwo, er ist auch für mich meiner Meinung nach ein großer Star, ist ein Topstar meiner Meinung nach, bei New Japan, oder ist er auch, ich würde mal sagen, ja. Und ich denke mal, man kennt ihn schon, nur ich finde bei ihm, wenn er ins Main Roster debütiert, braucht er einen riesen Impact. Also er braucht irgendwie einen Impact, so bei der Raw nach Mania wäre echt ein gutes Debüt, weil bei der Raw nach Mania kennt ihn einfach jeder, weil es einfach eine internationale Crowd ist. Und die kennen ein Nakamura. Und die würden das richtig abfallen. Wenn man es richtig geil macht, dann wäre es einfach mega geil. Und dann kriegt ja vielleicht Daniel Bryan seinen Wunsch, gegen Nakamura mal zu wresteln. Das will er ja unbedingt. Also hat er mal im Interview geäußert, dass er mal gerne gegen Nakamura mal wresteln möchte. Und ja, deshalb also von Nakamura und AJ Styles halte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und würde ich auch einen World Title gönnen. Nur die Frage ist, wie es mit Nakamura passt. Und ich hoffe, weil an sich hat ja jetzt New Japan so ziemlich seine größten Stars verloren. Ich glaube, AJ Styles hatte ja, glaube ich, nicht wirklich einen Vertrag bei New Japan gehabt, aber der war halt dort. Er war auch, glaube ich, auch Champion. Und New Japan verliert ein bisschen an Star Power. Die haben ja damals Finn Balor, ich glaube, Kenta auch. Kenta war doch, glaube ich, bei New Japan, ne? Müsste er, glaube ich, ja, da klar. Dann natürlich jetzt Shinsuke Nakamura, der, glaube ich, lange bei New Japan war und auch ein großer Star war, geht jetzt weg. Dann auch ein Doc Gallows, Carl Anderson, die halt bei Bullet Club waren und ja, New Japan verliert ein bisschen Star Power. Natürlich haben sie große Stars wie ein Tanahashi oder ein Okada, die noch da sind, also von den Mainstars, sonst kenne ich eigentlich keinen. Young Bucks natürlich kenne ich noch, aber ansonsten kenne ich jetzt nicht so viele von New Japan, kann ich sagen. Ja, deshalb freue ich mich schon einerseits darauf, bin gespannt, wie die gebookt werden. Die Gefahr ist dennoch, dass die WWE die verbocken könnte, aber ich finde, das sollte man nicht tun. Ich denke mal, auch bei AJ Styles werden sie auch besser booken, weil ich denke mal, er ist nicht für wenig Geld gekommen. Er ist schon für gutes Geld gekommen und deshalb wird man mit ihm das nicht verkacken. Genau denke ich auch bei Shinsuke Nakamura, weil ich denke mal, wenn die jetzt einfach sagen, kein Bock mehr, dann gehen sie einfach und dann gehen einfach Nakamura wieder zurück zu New Japan und AJ Styles geht dann durch die Indie-Ligen. Das wäre, denke ich mal, kein Problem. Also ich denke mal, die WWE ist, denke ich mal, schon bewusst, was sie damit machen. Bei Doc Gallows und Carl Anderson muss man halt schauen. Ich denke mal, die gehen halt in die Tag Team Division und dann machen die da halt ein bisschen. Aber ich denke mal, die werden jetzt nicht so groß rauskommen wie jetzt ein AJ Styles oder ein Shinsuke Nakamura. Ich hoffe, das passiert irgendwas und ich bin mal gespannt, vor allem wie was bei Shinsuke Nakamura passiert wird. Aber ich freue mich auf Shinsuke Nakamura, weil ich ihn einfach so cool finde. Also ich finde ihn richtig geil einfach, den Typen. Also ich weiß nicht, ich finde ihn so charismatisch, der Typ. Also allein das Match da einfach wieder, der Styles da einfach so diese Luftpistole gemacht hat und dann, was macht Nakamura, isst sie einfach aus und der bringt das so geil rüber. Also das ist echt eine Charisma-Bombe. Also einer der charismatischsten Typen, die ich kenne. Und man muss, wenn er jetzt wirklich keine Promos halten kann, man muss ihn auch nicht wirklich mit Promos geben, weil das klappt auch ohne. Da gibt es gute Beispiele wie ein Asuka, ein Kenta oder auch ein Undertaker. Das ist ein gutes Beispiel. Ein Undertaker ist ja nicht so ein Guy, der 10.000 Promos hält. Der hält ja nicht so viele Promos. Und er schafft es trotzdem mit seiner Mimik, mit seiner Gestik irgendwas rüberzubringen. Und das kriegt auch Nakamura hin. Und deshalb habe ich auch ein gutes Gefühl. Wenn man ihn einen Manager gibt wie einen Paul Heyman, wäre es natürlich mega geil. Also das wäre perfekt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das ist jetzt so einfach meine Meinung, meine Gedanken gehen jetzt zu den ganzen Verpflichtungen. Schreibt natürlich auch mal in den Kommentar, was denkt ihr darüber, über die Verpflichtung von AJ Styles, Shinsuke Nakamura,
Carl Anderson und Doc Gallas. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, bin mal gespannt, wie das passieren wird. Ich bin ein bisschen optimistisch, aber ich habe schon ein bisschen Angst um die, dass sie halt verbockt werden, was natürlich schade ist bei ihrem Talent, gerade bei Styles und bei Nakamura. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt und sage dann bis zum nächsten Mal, haut rein, schreibt doch mal in die Kommentare und tschüss.